Hier ist Ranja und wir spielen heute Skyblock weiter. Im Hintergrund sind übrigens meine Katzen sehr, sehr aktiv. Das heißt, wenn ihr irgendwas Komisches hört, es sind meine Katzen. Es tut mir leid. Wir gucken jetzt erstmal. Ich habe immer noch, ja, immer noch, die unglaubliche Quest hier. Obwohl, kann ich das anbauen? Kann ich das anbauen? Oh, nice. Okay, ich bin hier ein ehrlicher Mensch. Ich baue meine Samen wieder an. Was ich sagen wollte, ist, wir haben immer noch die Quest, hier ein sogenanntes Weizen-Minion zu erstellen. Da bin ich auch dran, okay? Ich habe jetzt gehört von euch, dass ich 9 Weizen dafür brauche und dass ich das am Crafting-Table machen muss. Das heißt, ich muss wahrscheinlich erstmal zurückreisen in meine Welt. Und das tun wir am besten, ja, weiß ich nicht wo. Aber wir können ja mal gucken. Oh, warte mal, hier, der farmt hier gerade fleißig. Vielleicht ist ja hier irgendwo auch ein Crafting-Table. Und ich würde mir das gerne alles noch ein bisschen genauer angucken, weil so genau war ich jetzt hier noch nicht unterwegs. Ich habe hier mein Schwert. Ich habe auch gehört, dass es irgendwie einen Texture Pack extra geben soll. Ach so, genau. Hier muss ich ein bestimmtes Farming Level erreichen, damit ich ins Pilzland reisen kann. Das kann ich noch nicht. Das ist aber auch nicht schlimm. Meine Freunde scheinen mich jetzt zu fragen, ob ich Skyblock spiele. Ja, das tue ich. Aber Speed Boost. Oh, oh nein, jetzt habe ich meinen Mana verbraucht. Ich Idiot. Egal, ich brauchte den Speed Boost, weil ich nämlich zu meiner Insel zurück möchte, okay? Ganz offensichtlich. Bin ich immer noch auf dem richtigen Weg? Ich wünschte, es gäbe irgendwie einen Shortcut. Oh, ich soll mit dem Büchereimenschen reden. Das können wir natürlich auch machen. Also wir bauen das Minion noch, keine Sorge, das machen wir noch. Aber wenn ich auf dem Weg irgendwas abfarmen kann an Quests, dann bin ich, glaube ich, halt auch einfach vorne mit dabei. Hier, was will die denn? Community Center ist es hier. Alles klar, das interessiert mich gerade mal herzlich wenig. Okay, also. Meine Theorie ist, es muss ja hier irgendwo in der Nähe sein, ja. Hier kriege ich ja ständig irgendwelche Quests. Oh Gott, nein, das Kolosseum ist PvP. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, das wollen wir nicht. Genau, hier oben sind ja immer die Quests und das heißt, die Sachen müssen ja auch halbwegs in der Nähe sein. Deswegen suche ich jetzt hier gerade mal ein bisschen rum. Hier, mit der muss ich doch reden. Hallöchen! Was sagst du? Willkommen in der Bibliothek. Die Bibliothek ist dein Enchantment Stop. Alles klar. Ich kann mit dem Enchantment Table alles enchanten. Das machen wir doch mal. Und zwar hauen wir da mein Schwert rein, ja? Und kann ich gar nichts machen, weil ich nicht genug Level habe. Oh, ich bin noch Level 1. Ja, das tut weh. Es tut mir leid, lieber Bibliothekar. Ich habe noch nicht genug, aber ich werde zurückkommen. Ich hoffe, man hört meine Katze nicht so sehr im Hintergrund. Oh! Was ist das hier? Blumenhaus. Ich rede mit Marco. Alles klar, ich rede gerne mit Marco. Es gibt so viel zu entdecken. Heide! Ich bin ein. Oh, okay. Künstler, Künstler, Künstler. Man nennt ihn den neuen Da Vinci. Leider hat er jetzt keinen. Alles klar, ich hol dir rote Farbe. Ich hol dir rote Farbe. Er hat keine Farbe mehr. Ich bin da vorne mit dabei. Ich hol dir rote Farbe. Boop. Boop, boop. Ich glaube. Ich weiß nicht, wie viel er braucht. Aber ich glaube, vielleicht reicht ihm eins. Oh, ich brauche 5. Okay, 5. Normalerweise steht oben immer eine Zahl, aber da stand jetzt keine. Rote Blumen sind natürlich aber auch einfach gar nicht vorhanden. Hier sind nämlich nur. Ah doch, klar sind hier rote Blumen vorhanden. Obviously. Ich krieg die nicht. Wieso kriege ich die nicht? Hä? Also rote Farbe ist tatsächlich hier ein schwierigerer Punkt. Wie ich gerade merke. Ha, weil hier sind nur ganz verschiedene Blumen. Also, da war keine roten. Da war eine rote. Marco, es tut mir leid. Ich bin noch auf der Suche. Weil die anderen roten konnte ich gerade jetzt nicht abbauen. Jetzt sind hier wieder rote Blumen gespawnt. Die schnappe ich mir. Die schnappe ich mir. Da bin ich aber. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach warten, bis die hier neu spawnen. Übrigens, falls ihr die letzte Folge Skyblock noch nicht gesehen habt, dann schaut ihr euch unbedingt dran. Hier oben beim i. Dann wisst ihr auch Bescheid, was wir in der ersten Folge gemacht haben. Und seid auf dem neuesten Stand der Dinge. Und falls ihr irgendwelche Ideen habt, ob das da hinten verbuggt ist oder ob das so sein soll, dann könnt ihr mir das auch gerne in den Kommentaren da lassen. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich habe, wie gesagt, noch nicht so viel Skyblock gespielt, deswegen kenne ich mich leider noch nicht allzu gut aus. Über Tipps freue ich mich immer sehr. Hier der Typ. Oh nein. Ich will niemandem von euch die Items wegnehmen.
Das ist. Ich weiß nicht, was die bringen. Ich frage ihn mal. Hey. Danke. Was können die? Jetzt komme ich mir ein bisschen doof vor. Weil ich gar keine Ahnung habe. Einfach so als ein Geschenk. Okay, das ist super lieb. Danke. Ups, danke. Schön. Oh ja, Blumen, Blumen, Blumen. Die lasse ich mir hier nicht entgehen. Die lasse ich mir hier nicht entgehen. Und da haben wir 5. So schnell kann es gehen. Oh, die kann ich verkaufen. Das ist voll lieb. Alles klar. So, hi Marco. Das ist das schönste, die schönste rote Farbe, die ich je gesehen habe. Ich kann... Was? Huch. Ich habe eine Sprühdose. Oh, der kommt jetzt mit, okay. Was kann ich mit der Sprühdose machen? Ich muss... Ah, okay. Auf meiner Insel kann ich was ansprühen. Okay, dann muss ich... Ich muss ja eh zu meiner Insel zurückreisen. Dankeschön, Marco. Dim, 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 dim. Ich weiß immer noch nicht, wie man zurückreist. Aber ich werde es herausfinden. Und dann werde ich... Ne? Zurückgereist auch mal vielleicht was ansprühen mit meiner Sprühdose. Oh! Crafting Table... Oh, ich kann Crafting Table nur auf meiner Insel benutzen. Ah, ne, warte mal. Kann ich nicht, oder? Hier ist ein Crafting Table. Oh mein Gott. Let's go. Weizen-Minion. Das ist kein Weizen-Minion. Das ist ein Heuballen. Warum? Okay. 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 Gute Nachrichten. Ich habe mich an einen Kommentar erinnert, der mir gesagt hat, dass ich, wenn ich hier drauf drücke, sehe, was ich machen kann. Die kann ich einfach... bauen, okay? Ich weiß nicht, ob ich das bauen kann. Ich glaube, ich brauche erstmal das Erste. Oh, okay. Ich brauche fürs Erste, brauche ich insgesamt 80 Weizen und eine... Wie baue ich die? Also ganz normal. Okay, die ist normal gebaut. Die kriege ich gebaut. Und halt 80 Weizen. Nee, wir brauchen nochmal Weizen. Wir müssen nochmal farmen. Da hilft alles nichts. Das ist voll schade, weil ich jetzt einfach... Am Anfang hätte farmen können. Jetzt weiß ich wieder nicht, in welche Richtung die doofe Farm ist. Ah! Nein! Gott! Wieso? Ist die Farm? Irgendwo. Ich wünschte, man hätte eine Minimap, ne? Ich wünschte, man hätte eine Minimap. Wenn mir jetzt irgendjemand erzählt, oh ja, Ronja, es gibt doch ganz offensichtlich eine Minimap, dann werde ich hier wütend, aber ich habe scheinbar den Weg ohne Probleme gefunden. Man kennt's. Erstmal. Unser Farm-Skill wird besser. Und unser Dings wird besser. Okay, ich glaube langsam... Okay, das mit dem Netherstern hat mir wirklich sehr geholfen. Ich wusste das vorher nicht, dass das geht. Aber ich glaube, das macht es jetzt sehr viel einfacher. Weil jetzt weiß ich, was meine Quests sind und kann die anschauen. Und ich weiß die ganzen Rezepte. Das ist super praktisch. Okay, ich glaube, hier habe ich einmal gut gefarmt. Ja, pff, da hat man locker genug. Da mache ich 2 Weizen-Minions. Weil ich farm genug für 2. Oder für ein höherstufiges. Dann muss ich nicht... Weil Stufe 1 ist meistens schlecht. Und wir fangen einfach mit Stufe 2 an. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Aber, und ich weiß noch nicht, wie viel man für Stufe 2 braucht. Aber das können wir ja nachgucken. Achtung, aufgepasst. Erste Heldentat. Dip, dip. Dip, dip. Dip, dip. Ach nee, die kann eigentlich da liegen bleiben. Und dann dip, dip. 20. Ist das ein Zweier? Nee, das ist ein Einser. Warum brauche ich eine Einser zuerst? Ich dachte, ich kann einen Zweier craften. Was brauchten die denn bei dem Zweier? Das verwundert mich jetzt ein bisschen, ehrlich gesagt. Weil ich gedacht habe... Ach nee, fürs Zweier brauche ich das eine. Ach, 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 ach. Okay, dann habe ich aber zu wenig Weizen. 3 Weizen, zu wenig fürs Zweite. Das heißt, wir rasen wieder rüber zur Farm. Ich sehe es nicht ein, das Einer zu platzieren, okay? Ich sehe es einfach nicht ein. Ich sehe gerade, hier sind überall diese Crafting-Blöcke und ich habe die einfach vorhin übersehen, glaube ich. Aber ist nicht schlimm. Wir sind wieder bei der Farm. Langsam versuche ich mich hier auszukennen. Das heißt... So, und damit sind wir gelevelt ab, was Farm-Skill angeht. Und natürlich haben wir auch eine Möglichkeit, uns... Weizen-Minion 2, okay? Alles klar. Hier ist ein Block. Bop.
Und wieder geht's an den Spaß mit dem Verteilen. So, liebe Leute, da ist es. Da ist es. Weizenminion 2. Hier, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich habe ein Level 2 Weizenminion. Das ist ein neues. Ich brauche zwei neue. Oh, dann kriege ich einen neuen Minion-Slot. Okay. Aha, es gibt Minion-Slots. Das heißt, es lohnt sich sogar, die guten Minions zu farmen. Okay. So wie ich das sehe, muss ich das Weizenminion hier im Weizen platzieren. Habe ich recht oder habe ich recht? Bringt das jetzt was? Nee. Hä? Wieso kann ich mein Weizenminion nicht platzieren? Wo kann ich das denn platzieren? Das steht nicht in meiner Welt, oder? Hä? Liegt das daran, dass ich einen Zweier gemacht habe und ich einen Zweier nicht einfach platzieren kann, ohne einen Einer platziert habe? Das glaube ich nicht. Ich krieg jetzt erstmal mit dem. Hi, du hast einen Weizenminion. Jetzt geht's, oder wie? Brot. Oh, wenn ich das Brot esse, dann werden meine Minions schneller. Dankeschön. Also, ich kann sie jetzt erst platzieren, wahrscheinlich, weil ich das vorher nicht mit ihm abgesprochen hatte. Oder? Nee? Hä, Entschuldigung. Also, ich brauche entweder Dirt oder halt richtigen Boden, aber das geht nicht. Wieso geht das nicht? Ich gehe mal wieder zurück auf die Insel. Aber das verwundert mich jetzt schon. Das verwundert mich wirklich sehr, weil das macht gar keinen Sinn für mich. Wieso kann ich denn jetzt das Minion nicht platzieren? Also, ich brauche unbedingt eure Hilfe. Wie platziere ich das Minion? Ich werde das rausfinden bis zur nächsten Folge. Und wir werden ein funktionierendes Weizen-Minion haben. Ich verspreche es euch. Ansonsten, es tut mir leid, dass ich diese Folge leider kein Minion platzieren konnte. Ich hoffe aber, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas wisst, was mir helfen kann, bitte, bitte, bitte. Schreibt es mir in die Kommentare. Falls ihr die letzte Folge, wie gesagt, noch nicht gesehen habt, blende ich die euch hier nochmal an der Seite ein. Oder falls ihr Lust auf was anderes habt. Ich habe neulich mit Tops ein bisschen Yu-Gi-Oh! Gespielt. Das blende ich euch ein bisschen drüber ein. Dann könnt ihr da noch weiter schauen. Ansonsten, wenn ihr neu hier seid, abonniert meinen Kanal. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ich habe auch einen Discord-Channel. Der steht ganz unten in der Beschreibung drin. Also nicht ganz unten, aber der steht unten in der Beschreibung drin. Wenn ihr da draufklickt, ne, dann könnt ihr, falls ihr Discord habt, gerne da drauf kommen. Dann können wir vielleicht mal quatschen oder, keine Ahnung, ein bisschen schreiben. Und ja, dann sehen wir uns morgen. Ciao!